Hey YouTube-Cracks, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video in meinem Kanal. Und heute habe ich was ganz Cooles dabei, und zwar die Limited Edition von Far Cry 4. Mehr oder weniger vor wenigen Minuten angekommen. Das ist die sogenannte Kyra Edition, und ja, ich habe sie selber, wie ihr seht, noch gar nicht aufgemacht. Ich habe nur ein bisschen alles vorbereitet. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da so alles drin ist, weiß man ungefähr. Ich habe natürlich mich informiert, aber wie das letztendlich jetzt aussieht, das gucken wir uns natürlich zusammen mal an. Dazu muss ich hier erstmal das Ding hier öffnen. So. Wuhu, Baby. Alright, hier schon PS4. Okay, wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich drehe das einfach mal kurz einmal um. So, okay, so sieht das Ganze aus. Dann ist hier drum herum. Oh, das ist also so eine richtig coole Box. Das ist so eine Box, und hier ist nochmal so eine Umhülle oder so ein Schutz nochmal drumherum. Da steht nochmal drin, was da alles drin ist. Sehen wir also so ein Notizblock mehr oder weniger. Hier eine Karte, Reisetagebuch ist das. Hier eine Karte von Kyrat. Und eben diese Baggern-Mini-Figur, die in etwa 20 cm groß ist. Und natürlich ist er im Spiel selber noch ein Season Pass und so weiter und so fort, alles mit dabei. Kostenpunkt waren, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 99 Euro. Hier ist nochmal so ein cooles Logo. Also schon richtig cool. Und ich würde sagen, machen wir das hier mal weg. Okay. Das ist wie so eine kleine Box, ist das. So, und dann können wir das hier unten auch noch wegmachen. Dann machen wir das vollständig. Perfekt. Oh, hier fliegt ja schon irgendwas raus. Okay. Was ist denn hier passiert? Okay, ich habe gerade gesehen, dass... Oh, okay. Das heißt, wie ist denn das Ganze aufgebaut? Das ist ja so eine Art Box. Mal gucken, kann ich das hier hochheben? Hier ist auch nochmal so ein Tiger-Logo. Okay, so wie es aussieht, gute Frage, nächste Frage. Ist es einfach so eine Box? Dann gibt es hier so eine Art Schublade, die ich hier so rausziehen kann. Jo, und was ist da drin? Das Spiel. Okay. Dann ist hier eben dieses kleine Tagebuch drin. Wollen wir mal aufmachen. Okay, hier mit so einem kleinen Schwertsäbel. Oh, ich glaube, man sieht es nicht so gut. Okay, das machen wir mal auf jeden Fall auf. Gucken, was mal da irgendwas drin steht. Oh, schau, dass hier schon so ein bisschen die Riebenabdrücke sind. Okay, mehr oder weniger ist es wirklich ein Notizbuch, wo in den einzelnen Seiten so Symbole drin sind, aber es steht auf jeden Fall nichts drin. Ich dachte, vielleicht haben die da irgendwas reingeschrieben, aber ne, man kann es also wirklich als Notizblock benutzen. Ist natürlich hier kein echtes Leder. Hier noch so ein Elefanten-Emblem, wie man hier jetzt sieht. Ja. Okay, ist schon ganz nice. Von der Größe her, dass man es vielleicht ungefähr vergleichen kann. Also etwa höher als das Spiel, aber nicht ganz so breit. Okay. So, hier haben wir diese Karte von Kyrat, keine Ahnung, wie man das eigentlich wirklich ausspricht. Oh Gott. Okay, das sind auch so die ganzen Symbole, wo es welche Tiere gibt und so weiter, wo welche Locations da zu finden sind. Auch ganz cool, ganz nice. Ja, brauchen wir nicht. Was ist denn das hier? No Golden Path. Also irgend so ein Poster ist da mit dabei. Einmal so eine Art Plakat und hier wirklich ein Far Cry Poster. Ja, ist auch ganz nett. Da ist auch wieder dieser Säbel drauf.
Also auch das ist dabei. So, das war eigentlich alles. Wie gesagt, das ist hier so eine Art Schublade. Kann ich jetzt hier nicht wieder reinmachen. Schubsch. Okay, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Ich glaube, ich packe das mal kurz hier wieder rein, bevor ich es nachher wieder vergesse und alles verliere. So. Rein damit. Ja, was jetzt natürlich noch übrig ist, ist natürlich die Figur. Und da bin ich mal gespannt, wie die qualitativ so ist. Die befindet sich hier. Gucken, ob ich die irgendwie... Okay, machen wir hier das Zeug hier weg. Da ist sie schon. Und wie ihr seht, ist da drin richtig schön ausgeschmückt. So landschaftsmäßig. Und die Box selber ist also auch nicht so leicht. Ich stelle es mal hier zur Seite. Und hier haben wir die Figur. Sorry für den Lärm. Ich hoffe nicht, dass heute Lautsprecher geplatzt sind. Yes, baby. So sieht die aus. Also ich muss sagen, die Figur selber vom Gesicht her, sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Sieht ein bisschen älter aus, als es im Videospiel, als der Typ im Videospiel irgendwie aussieht. UB4 Collectibles. Ja, und das Material. Oh, ist hier noch hier. Geil, die Panzerfaust hier. Die AK, das Säbelchen, hier noch ein bisschen an Munition. Und dann eben hier dieser Riesen vorne und irgendwie ist da irgendwas drin. Hier ist so eine kleine Schublade. Tatsache. Da ist so eine Schublade drin. Und irgendwie da innen drin bewegt sich irgendwas, keine Ahnung. Hier ist irgendwas drin. Das gucken wir uns mal an. Was ist vielleicht irgend so eine Weisheit, so eine chinesische? Ich hoffe, man kann es vielleicht lesen. Ne, der will nicht wirklich Autofokus machen. Da steht drauf, feed a man a demon fish, he eats for a day. Teach a man to demon fish, he gets eaten. Alright, also so eine kleine Weisheit hier in unserem Geheimversteck. Ist aber witzig eigentlich hier mit dem kleinen Versteck. Hier nochmal so eine fette MG, ein paar Granaten, Munitionsgürtel. Und ja, was man kann, nee, den Kopf und so weiter kann man nicht bewegen. So an sich ist es eigentlich ganz gut verarbeitet. Für den Preis ist es okay. Wobei ich mir schon ein bisschen mehr Qualität gewünscht hätte, als wenn man sich hier die Hände anschaut. Da sind da so leicht ja, Verfärbungen, schwarze Punkte und so weiter drin. Aber ansonsten ist es doch ganz nice. Macht sich auf jeden Fall gut in der Vitrine mit diesem, ja, mit diesem großen Elefanten hier im Hintergrund. Ich sage, ich würde wissen, was da so ein Geräusch macht, aber sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, und das wäre es eigentlich schon, das Unboxing. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde auf jeden Fall die Videoserie dazu starten, Let's Play zum Spiel machen. Und ich denke, es werden, ja, ich denke mal, morgen ist das der Veröffentlichungstermin, der offizielle. Und ja, dann können wir uns das auf jeden Fall angucken. Und ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt die ersten Tage gleich mehrere Videos hochladen und danach wahrscheinlich 3 Videos pro Woche. Das muss ich einfach schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme. Und ich sehe gerade hier was. Upsala. Ich glaube, man kann das ja auch ein bisschen anders. Ich sehe nämlich gerade, dass es hier sowas gibt. Das kann man nämlich... Okay, man kann es nicht ganz aufklappen, aber man kann die Seite hier aufklappen. Wenn ich euch das mal so zeigen kann. Ich weiß nicht, die Seite geht nicht, aber man kann dies... Also man könnte hier die Figur hier drin lassen. Ist halt alles ein bisschen groß hier für die Aufnahme. Könnt ihr hier drin lassen und hier noch so eine Art Background haben. Ist eigentlich auch ganz witzig eigentlich. Auch eine nette Idee. Ja, ich stelle die Figur wieder da rein. So, umschließt das Ganze hier. Und Deckel zu, alles gut. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yay, yeah, yay! Yeah.